letzte Rede im Deutschen Bundestag. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Abgeordnete, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin der Fraktion der Grünen sehr dankbar für diesen Klimaantrag. Und ich bin deshalb so dankbar, weil er ganz deutlich die völlige Unfähigkeit dieser Fraktion zeigt, sachliche und fachliche Zusammenhänge zu verstehen. Diese Unfähigkeit beginnt tatsächlich bereits bei der einfachen Bedienung eines Taschenrechners. Da wird der volkswirtschaftliche Schaden Deutschlands durch die sogenannte Klimakrise auf 90 Milliarden Euro beziffert, und das über einen Zeitraum von 44 Jahren. Gleichzeitig hat die im rot-schwarz-grünen Katechismus fest verankerte Energiewende in einem Drittel dieser Zeit mehr als 500 Milliarden Euro verschlungen. Mehr als das 15-fache der vorhin genannten Schadenssumme. Wer aber 15 Euro ausgibt, um einen zu sparen, der ist ein Narr. Weniger volkswirtschaftliches Verständnis geht nicht. Dann bezeichnen Sie in Ihrem Antragstext ein Nichthandeln beim Klimaschutz, und hier zitiere ich, als ein Hindernis für die Wettbewerbsfähigkeit Deutschlands. Das Gegenteil ist der Fall, meine Damen und Herren. Die Kosten dieser Energiewende verteuern unsere Produktion und hängen unserer Wettbewerbsfähigkeit wie ein Mühlstein um den Hals. Gleichzeitig erlauben es die internationalen Verträge, auf die Sie so stolz sind, den Schwellenländern bis 2030 ihre CO2-Emissionen so weit zu erhöhen, wie für deren Wirtschaft nötig. Die Resultate konnten wir öfters schon sehen. ThyssenKrupp wird an Tata Steel angehängt und die Augsburger KUKA, ein Hersteller von Spitzentechnologie im Bereich Robotik, wird vom chinesischen Investor Medea geschluckt. Es sind diese schlecht verhandelten Verträge, die Deutschlands Wirtschaft lähmen und den aufstrebenden, durch CO2-Knebelverträge unbelasteten Wirtschaften Asiens erlauben, sich ein deutsches Unternehmen nach dem anderen unter den Nagel zu reißen. Dabei hätten Sie hier, wenn Ihnen die CO2-Emission tatsächlich so am Herzen liegen würde, viel erreichen können. Mit besser verhandelten Verträgen hätten Sie zum Beispiel ein Vielfaches der deutschen Jahresemission global einsparen können. Bitte? Das passt. Aber das ist gar nicht Ihr Ziel. Sie wollen die Gesellschaft in unserem Land transformieren. Ihr Ziel ist eine ökosozialistische Planwirtschaft, und der sogenannte Klimaschutz ist Ihr Werkzeug. Das Wort Transformation erscheint über 40 Mal im Klimaschutzplan 2050. Mit dem dieses Parlament sich in 2016 noch nicht einmal hat beschäftigen dürfen. Das ist eine Giftpille, die uns diese immer noch geschäftsführende Regierung hinterlassen hat. Eine Regierung im Übrigen, der Sie in Ihrem Antrag prophezeien, dass Sie, falls Sie die 20 Klimaziele verfehlen werden würden, in Ihrer Glaubwürdigkeit großen Schaden nehmen würde. Als ob das noch möglich wäre. Aber Sie selbst nehmen es ja mit den Klimazielen ja gar nicht so ernst. Das Nachtsprungkonzept zum Beispiel mit der nächtlichen Verlagerung von Lkw auf die Schiene liegt auf Betreiben der Automobillobby seit 20 Jahren in rot-schwarz-grünen Schubladen. Des Weiteren fördern Sie auch die Massenmigration nach Europa, obwohl ein CO2-Abdruck eines Mitteleuropäers 10-mal so groß ist wie eines Menschen in Afrika. Das heißt, 1 Million Menschen, die Sie zu uns holen, verbrauchen oder erzeugen 10-mal so viel CO2 wie in Afrika. Zudem verweigern Sie sich der Kernenergie, obwohl diese von den Emissionswerten pro produzierte Kilowattstunde auf dem gleichen Niveau liegt wie Windstrom. Und um ein Vielfaches besser ist als Solarstrom aus Modulen, die aus chinesischen Werken stammen, von denen keines deutschen Arbeitssicherheits- und deutschen Umweltstandards genügt. Akzeptieren Sie es. Sie beruhigen Ihr grünes Gewissen auf dem Rücken und auf der Gesundheit chinesischer Arbeiter. Und diese Ablehnung der Kernenergie offenbart noch mehr Erstaunliches. Durch die Abschaltung der deutschen Kernkraftwerke und den Ersatz durch Kohleverstromung nehmen Sie eine exorbitante zusätzliche Freisetzung von CO2 in Kauf.
Sie haben also vor der, und hier zitiere ich noch einmal, gefährlichen und unkontrollierbaren Klimakatastrophe doch weniger Angst als bei einem einzigen deutschen Kernkraftwerk. Das, meine Damen und Herren, hat nichts mit seriöser oder gar wissenschaftlicher Politik zu tun. Das ist ökopopulistisches Voodoo und ist diesem Haus nicht würdig. Nein, liebe Kollegen, Ihre Klimaziele haben keine wissenschaftlich fundierte Basis und sind rein politisch motivierter Ablasshandel. Bezahle heute und vielleicht erhältst du in der Zukunft. Sie entstammen einer kindlich-emotionalen Weltsicht, die glaubt, faktenbasierte Erkenntnisse durch heftiges Wünschen ersetzen zu können. Bleiben Sie in dieser Ihrer Welt. Wir bleiben dafür in unserer, in der man einen Taschenrechner bedienen kann. Vielen Dank. Also für das Präsidium stelle ich fest, dass wir nach wie vor in einer Welt leben. Daran können die Reden in diesem Haus nichts ändern. Als nächstes hat Sandra Wieser das Wort.